Hallo und willkommen zurück zu einer weiteren Folge Deliver Us Mars. So, wir rätseln immer noch fleißig hier an diesem Ding hier. Und ich weiß ehrlich gesagt immer noch nicht so wirklich, was wir damit machen müssen. Na toll. Okay, gut. Also nochmal, der macht 3, die passen genau da drauf. Der macht aber 4. 3 und 4 ist nun mal 7. Durch 2 ist 3,5. Blöderweise habe ich auch nicht mehr den Text im Kopf, den sie gesagt hatte, als wir das Ding hier gefunden haben. Was passiert denn, wenn wir den so irgendwie stellen? Wir nehmen mal das Ding hier und schießen mal da links drauf. Durch das Teil da durch. Das passt doch so. Eben geschossen. Tatsache. Okay. Dann geht die Tür auf jeden Fall auf. Wenn wir jetzt mit dem Ding darüber schießen. Hat immer noch rot. Muss das Ding hier vielleicht genau auf die. Genau dahin, wo die Strahlen sich treffen? Ich dachte, die Strahlen dürfen sich nie treffen. Ja, das sieht doch gut aus. Stell mal hier ab. Okay. Sieht gut aus. Ah, okay. Oh Mann, ey. Nee. Kann man auch früher drauf kommen, Jones. Naja gut, MPT aktivieren. Antenne. Okay, online aktiv. Neigungsachse, Gierungsachse verbinden. Achso, wir müssen da runter zielen. Okay. Okay, dann lass mal da genau ins Zentrum ballern. Oh oh. Verbindung wird hergestellt. Okay, der Aufzug sollte laufen. Gehen wir runter. Okay, ja, das klingt nach dem Plan. Ist denn jetzt hier die Tür? Die Tür hier ist jetzt offen. Okay. Sehr schön. Ja, es gibt Rätsel, da kommst du manchmal einfach nicht drauf, ne? Gut, also. Strom haben wir. Strom ist da. Erreiche den Aufzug. Ich dachte, ich soll zu dem Rover die ganze Zeit. Erreiche den Rover, erreiche den Aufzug. Okay. Na dann spuchten wir mal da hinten rüber. Ob wir mit dem Rover fahren können? Müssen wir jetzt da runter oder müssen wir da rüber? Wir müssen, glaube ich, hier unten hin, ne? War da nicht eben noch zu? Ach so, ja, genau. Hier war zu und jetzt geht aber der Aufzug. Jetzt können wir mit dem Aufzug hochfahren. Okay, cool. Ist schon schick, ne? Oh, nein, nein, nein.
Das ist jetzt nicht cool. Das ist nicht cool. Dann machen wir das. Mit lang gefackelt, einfach gesprungen. Okay. Ich glaube, wir müssen... da links rüber. Das hätten wir. Oh. Nein, 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 das war falsch. Aua. Okay, das war ein Plätzchen zum Leben. Nein, das war nicht wirklich ein Plätzchen zum Leben. Nein, aber das gibt's doch nicht. In der Third Person, dadurch, dass die Kamera so leicht nach rechts hinten versetzt ist, das ist so schwierig, die Richtung zu halten manchmal. So. Da tue ich mir echt schwer mit. Ich hätte gerne, dass die Kamera genau hinter ihr ist. Also so praktisch, ne? Aber die ist immer so rechts dahinter irgendwie und... das macht die Steuerung teilweise echt ein bisschen schwierig. Aber nun gut. Man kann ja alles haben, ne? Oh. Vermutlich da auf die Plattform, ne? Klettert die da nicht weiter. Warum kletterten die jetzt nicht weiter? Okay. Wow. Uiuiuiui. Da kriegst du schon schwitzige Hände. Okay.
erinnert ein bisschen an Alien Isolation. Da war auch so ein Ding. Sowas in der Art. Nur das hier hackt einem nicht direkt den Kopf ab. Ich vermute, wir müssen nach oben. Die Frage ist, gibt es unten was zu finden? Ich kann auf jeden Fall wieder hoch hier. Es könnte gut sein, dass man hier unten irgendwo was findet. Ich würde mich mal kurz hier umschauen. Zumindest mal einmal hier durchlaufen. Ich glaube, jetzt sind wir einmal rum, ne? Okay, wenn wir hier drauf, da drauf, dann da drauf und dann da drauf. So, dann sind wir schon mal hier oben. Und dann können wir hier rüber. Da geht's nicht weiter. Da ist auch nichts. Okay, da müssen wir wohl einfach... Ach, da ist noch so ein Ding da oben. Also noch mehrere. Oh, okay. Wann kommt denn das nächste Teil? Da. Das sind drei. Alles klar. Das heißt, wir müssten jetzt hoch. Dann lassen wir uns da drauf fallen und ich glaube nicht, dass es was bringt, wenn wir höher klettern, ne? Würde man noch ein Stück nach links gehen. Nein! Oh, wir hatten es fast. Ah, wir hatten es fast. Gibt's doch nicht. Dann müssen wir in den Gang da rein. Nee, da ist nichts, ne? Shit. Weiß halt nicht, ob wir da richtig sind. Mir geht auch gerade die Luft aus, ehrlich gesagt. Das finde ich jetzt nicht so cool. Mir geht gerade die Luft aus. Jetzt stehen wir hier an dem Ding. Das werden wir nicht schaffen, dass da... Jetzt war keine Luft mehr gehabt. Okay. So. Oh, jetzt. Mann!
Wieso bleibt die denn nicht da drauf stehen? Das gibt's doch nicht. Wieso ist die denn jetzt nicht stehen geblieben auf dem Ding? Bin einfach runtergeschlittert. Klettere die Klippe zum Rover hinauf. Also vielleicht doch ganz hoch. Okay, wir müssen doch ganz hoch. Mist. Blödes. Da ist auch schon so ein Roverrad. Ein schönes, großes. Ella, funktioniert der Rover? Okay, gut. Okay. So, wir haben noch ganz kurz Sauerstoff. Ich würde mich noch schnell hier ein bisschen umschauen wollen. Ich weiß nicht, ob wir hier irgendwo rein können. Sieht alles zu aus. Da ist noch irgendein Häuschen. Scheint ein Generator zu sein oder so, ne? Okay. Dann, steigen wir mal ein. Oha. 5 FPS. Das ist jetzt... Oh, was eine Ruckelpartie. Komm schon. Ja, es tut mir leid. Aber jetzt ist wieder flüssig. Oh Mist! Kathy und Sarah und Ryan. Falls ihr Folgendes hören könnt, ich habe einen Rover. Sobald sich der Sturm legt, geht's zur Arche. Hoffe, wir sehen uns dort. So, die Framerate hat sich wieder beruhigt. oder auch nicht. Ayla, ist alles okay bei dir? Okay. Ja, das ist jetzt echt schade. Sieht eigentlich echt gut aus, ne? Aber leider ruckelt bei mir das Spiel gerade mit 3 FPS vor sich hin. Also es tut mir echt leid. Da sind einige Sachen noch gar nicht optimiert wohl, ne? Und es liegt auch nicht an meinem PC. Das kann ich euch versichern. Das Spiel kam halt. Es kam halt gestern raus, ne? Ist noch sehr neu, ist jetzt im Early Access und. Ja. Wir träumen wohl. Wir sind
zu Hause, aber mit Raumanzug. Claire? Ich habe ein paar tolle Bilder als Beweis gefunden. Ich erinnere mich daran. Das war, als ich sie... Ja, das ist ganz klar der beste Planet, sieh nur. Siehst du? All die schönen Pflanzen und Tiere. Das hat kein anderer Planet. Sogar Mondberg gibt es nur dort. Er besucht den Mond nur. Dieser Planet war ihr wirklich wichtig. Und welcher ist also dein Liebster? Und ich sagte... Mars? Da gibt es nur Steine und Staub, Kerwin. Aber nicht nur, er hat auch... Aliens. Was? Okay, wir sitzen hier eine Weile fest. Setz dich und lass mich dir von Aliens erzählen. Okay. Finden wir hier noch irgendwie was Interessantes? Türen können wir nicht öffnen. Hier scheint sonst leider nichts zu sein, ne? Okay. Ja. Gab es hier einen besseren Moment, um innezuhalten? Das stimmt. Kathy? Schatz, alles okay? Nein. Was ist? Ich vermisse. Okay. Ja, sie vermisst natürlich Claire. Die beim Absturz des Raumschiffs ums Leben kam. Stark. Aber immer wenn Dad ging, brach es ihr das Herz. Es tut mir leid, aber es steht so viel auf dem Spiel. Ich muss dort sein. Es muss richtig gemacht werden. Ich weiß. Ich bin stolz auf dich. Verlässt uns Dad wieder? Ja. Länger diesmal. Für ein wichtiges Projekt, wie die MPT-Schüssel. Oh. Er kommt schon wieder. Das tut er immer. Keine Sorge. Okay. Na, hier steht so eine Schüssel, ha? Ja. Mond, wer kommt mit zum Schnorcheln? Ich will nicht schnorcheln gehen, Claire, ich will schon. Ja, schnorcheln weiß ich jetzt nicht, ob das so eine gute Idee ist. Krantüte, spring rein. Warte! Bitte! Geh nicht! Fallen. Bäume sind umgestürzt. Aber das war ja der Grund, warum wir überhaupt ins Weltall geflogen sind, ne? Weil es mit der Erde halt eben aufgrund der Energiekrise zu Ende geht. Ich muss jetzt wirklich los.
In Ordnung, dann geh. Okay. Ups. Na also, lass das hier beglaubigen. Gib's dann dem Richter, dann ist alles klar. Ja. Die Vormundschaft ist vorläufig. Klar. Ich komme zurück. Ich will auch nicht gehen. Dann bleib! Das muss ich aber. Das Projekt ist fast zu Ende, okay? Danach kann uns nichts mehr voneinander trennen. Versprochen. Ich versuche ja das Beste für euch beide zu tun. Du bist die ganze Zeit weg und lässt uns hier allein. Du bist ja kein Kind mehr, Claire. Und du bist kein Vater mehr. Dafür bin ich jetzt Mutter. Nur vorläufig. Ich muss es tun. Ich komme ja wieder zurück. Hab doch Vertrauen. Ich tue das für euch. Du musst los, wenn du pünktlicher für Senkov sein willst. Ach je. Wir sehen uns bald, Mordbär. Okay? Aber der Sturm hat sich jetzt gelegt, ne? Das heißt, wir können wohl gleich mit dem Rover losfahren. Vorausgesetzt, die Framerate erholt sich nochmal. Ja, das sieht doch besser aus. Da hinten ist die nächste Arche. Das sieht doch ganz gut aus. Ich frage mich, ob Sarah und Ryan, ich weiß es nicht mehr genau, wie der Kollege hieß. Ich frage mich, ob die überlebt haben. Na gut. Ich würde sagen, wir sehen uns hier in der nächsten Folge nochmal wieder. Und dann fahren wir da hinten zur nächsten Arche rüber. Und ich bin schon gespannt, was uns erwarten wird. Ich hoffe, ihr findet das Spiel genauso spannend wie ich. Und schreibt gerne was in die Kommentare. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Macht's gut. Bis denn und tschüss.